Damit geht's jetzt weiter. So. Let's go. I under searching this. Also I am the search, aber I don't finding irgendwas. Achso, da oben mich hoch, oder was? Dasselbe Symbol. Siul muss hier gewesen sein. Was ist THP-Con 1? Weiß ich doch. Der Vorgänger von 2? Vielleicht? Nein, nicht. Ne, wo muss ich denn jetzt hier? Irgendwie, wie komme ich hier? Ach, hier ist auch noch was. Ja. Ich frage mich, ob... Wow, hier muss ich eine Untersuchung starten. Okay. Alter, ich finde hier gar nichts. Ich habe das eine Ding gerade mal gefunden. Hier ist sonst nichts. Das ist ein Container. Da waren oder sind Waffen drin. Wahrscheinlich gehört es nicht hierzu. Es gab hier vor langer Zeit RDA-Aktivität. Okay. Ich frage mich, ob... Was meinst du, was ich mir schon alles frage, mein Schätzchen? Es kam von THP-Con 1 und ist abgestürzt. Vor langer Zeit hat ein RDA-Schiff einen Käfig transportiert. Ist hier abgestürzt. Der Pilot entkam. THP-Con 1 muss nah sein. Muss es lokalisieren. Die Blackbox hacken. Okay. Ihr redet mit sich selbst manchmal aber auch nicht korrekt so, ne? Dachte ich schon, ich war klug, aber nee. Da lang. Das wär's. Muss Nord sagen, was ich gefunden habe. Ja, der weiß Bescheid. Geh zu den Coordinates, alles klar. Coordinates sind hier. Ich glaube, da muss ich auch jetzt hinlaufen, weil das alles hier, hey, in diesem Giftplörren-Ding ist. Nein, es ist eine uralte RDA-Absturzstelle. Aber auf dem Scorpion war auch das THP-Con-1-Logo. Von dort stammt wohl die RDA-Kiste in Sewells Werkstatt. Dann muss die Anlage oder was auch immer in der Nähe sein. Du musst sie finden. Ja, ich habe Koordinaten aus der Blackbox extrahiert und bin unterwegs. Ich habe Angst. Was könnte es sein? Meine Kindheitserinnerungen verblassen jeden Tag mehr. Aber der Begriff Con 1 hat sich in meine Albträume eingebrannt. Eins ist klar. Dort ist etwas sehr Schlimmes passiert. Also vielleicht erfährt man ja auch, warum ihr ganzer Clan vernichtet wurde. Aber vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Aber... Das wäre vielleicht noch irgendwas, wo man... Weil momentan weiß ich nicht genau, worauf wir eigentlich hinarbeiten insgesamt. Ich mag das Spiel, ich finde es auch cool, aber momentan so... Es ist ja anscheinend nicht unser Ziel, die hier komplett zu eliminieren und vom Planeten zu verscheuchen. Also wäre natürlich eher sinnvoll, wenn wir wüssten, was mit uns passiert ist. Oder mit dem Clan, zumindest. Weil irgendwie jeder hat die angeblich getötet. Aber dann war es am Ende wieder keiner. Also ist das nämlich. Oh, die ist aber schon lange hier. Denke ich. Wirkt ganz so. Und eins. Nor, THP-Con 1 ist hier. Es wirkt verlassen. Geh rein. Dort liegt unsere Vergangenheit begraben. Geh rein. Geh selber.
Wie soll ich da rein? Die Tür ist zu. Hab alles versucht. Muss den Strom einschalten. Wie schalte ich den Strom ein? Ach, die Musik, man hört die kaum, ne? Ah, die ist sehr Thriller-mäßig. Bin ich nicht gerade reingekommen? Na, ich glaub schon. Ach, da oben. Jetzt kommt hier so ein Engel. Das ist so ein Stopper. Mhm. Alle Systeme online. Versuch gestartet, Verbindung zu RDA-Diensten wiederherzustellen. Frische Luft. Ich denke mal, hier werden die jetzt Kinder drin gewesen sein. Würde ich mal vermuten. Hier ist es unheimlich. Aber warum kann dann nur er sich dran erinnern und die anderen nicht? Vielleicht haben die anderen das alle verdrängt. Boah, Ersatzteile brauche ich wieder richtig viele, ne? Wozu war das alles gut? Ich sehe mich mal um. Es hat vielleicht zu tun mit... Na, vielleicht auch nicht. Ich habe Käfige gefunden. Und Fesseln. Für Tiere oder Menschen? Es ist schlimm, Nor. Scheinbar waren Na'vi in den Käfigen. Da vorne ist eine Tür. Ich weiß es nicht. Mal sehen, was ach, ich noch finde. Ach, Kinder. Müsste jetzt auch kein Sherlock Holmes sein. Da werden wahrscheinlich die ganzen Sarentu drin gewesen sein. Und so sind die dann auch gestorben. Oder wurden verjagt, oder? Weil sonst wären die ja jetzt auch nicht hier, ne? Also da muss man jetzt ja kein, absoluter Sherlock Holmes für sein. Am Ende ist es wahrscheinlich falsch. Ich aber würde stark davon ausgehen, dass der ganze Clan hier war und die waren halt noch Kinder oder sehr, sehr klein und dann haben die irgendwas gemacht, dann sind die alle gestorben, dann sind die mit denen woanders hingegangen. Aber was noch? Jetzt mein Guess zumindest. Sieht falsch aus. Nein. Nein. Dann halt nicht. Mich noch verbinden. Ist doch nur das. Nee, ist hier nicht. Warte mal. Ich frage mich, ob. Hä? So nicht. Ja, du sollst es auch eigentlich stoppen, oder? Ich bin ja nicht jetzt. Nicht jetzt. Ich frage mich, ob. Behandelt wie Tiere. Desinfiziert und abgeduscht. Es hat vielleicht zu tun mit... War wahrscheinlich am Anfang, wo die Menschen hergekommen sind. Es waren Na'vi-Kinder hier. Sie haben etwas gemalt. An die Wand. Also eine weitere TAP-Schule? Wirkt nicht wie eine. Provisorisches Bettzeug. Aber alles ist alt und kaputt. Also ist es schwer zu sagen. Ich
nur vage. Such weiter. Wir brauchen mehr Antworten. Und Knöchelschutz, warte mal. Ja, Moment, bevor ihr weiterredet. Ich habe hier Knöchelschutz gefunden. Ich muss gucken. Der ist scheiße. Wobei, so scheiße ist er, der ist scheiße, okay. Hab nichts gesagt. Dieser Ort war ein Gefängnis, keine Schule. Sie haben uns in Fesseln hergebracht und uns alles abgenommen. Wie Tiere. Uns alles nehmen, was nach wie war. Unsere Familien eingeschlossen. Die Duschen? Schlimmer als in der Schule. Ich kann noch das Desinfektionsmittel riechen, das sie benutzt haben. Sie sagten immer, wir wären dreckig. Ein Kind hat andauernd seine Hände gewaschen. Sie hatten Betten für die Kleinen. Wir müssen uns so gefürchtet haben, Nor. Ich will mich nicht erinnern. Aber ich sollte vielleicht. Ich sehe nach, was hier noch vergraben ist. Mhm. Und vielleicht waren noch nicht alle hier, aber die zumindest. Mann, falsche Richtung. Wer hat das gesagt? Als ob hier noch jemand ist. So verzerrt. Was sagt sie da? Was sagt sie ungefähr? Ich glaube, ich konnte ihr helfen. Krass, dass hier alles noch läuft, ne? Es muss ja auch von ein paar Jährchen her sein. Dieser Geruch erinnert mich an Schmerz und Furcht. Bei 16 Jahren haben die mehr oder weniger geschlafen. Davor waren die aber auch schon ein paar Jahre alt. Wie alt? Keine Ahnung. Erste 10 gewesen sein oder so. Nee, falsche Richtung. Bis dahin. Nor, bist du da? Ja. Was nun? Was hast du gefunden? Ahari. Sie war... Ahari? Was meinst du denn? Ein Foto von ihr. Alle Aufzeichnungen. 6. Sie nannten sie störend. Sie war so stark. Alter, 52 Kilo mit 6 Jahren? 1,86? Deshalb hat Mercer sie zerstört. War Honor schon mit 6 Jahren 1,86? Läuft. Ich dachte, sie war nur eine Lehrerin. Die sich um uns gekümmert hat. So dachten wir als Kinder alle. Aber vielleicht gibt es noch viel mehr, worüber wir nichts wissen. Glaubst du? Was zum Beispiel? Etwas ist faul an dem Ort. Warum haben sie ihn aufgegeben? Was war los? Stimmt. Ich muss weiter nachforschen. Es ist schon krass mit 6 Jahren. 6 waren die, also ist sie jetzt quasi 22. Oder ich weiß ja nicht, wie viel Zeit in dem Spiel jetzt vergangen ist, aber Anfang 20, sagen wir es mal so. Was war das?
Ich bin nicht alleine. Oh nein. Was? Hier drin ist auch ein Tank. Oh. Wow. Bist du sicher, dass du das schaffst? Na, schon. Sicher. Das hier ist zu wichtig, um umzukehren. Wäre nicht der Erste, den ich töte. Also von daher. Aber ich finde es cool, das mal zu sehen, weil ich weiß halt auch nicht, wie groß die wirklich sind. Die sind halt sehr groß. Das sieht man ja im Vergleich zu Menschen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, die sind 1,80 groß, sind die schon ein bisschen größer, ne? Aber so als... Nein, ich verstehe nichts. Da muss ich hin. Da ist noch was. Hey, das glaubst du nicht. Versuch's. Aumas Tank, in dem ihr Na'vi-Körper erzeugt wurde. Ihr Avatar. Sie ist keine Na'vi. Sie trägt uns wie Bekleidung. Ja, gut, das ist jetzt nicht ganz falsch. Um Vertrauen zu gewinnen. Macht sich natürlich leichter, wenn man so aussieht wie die anderen. Ich glaube, der lebt hier. Noch ein bisschen Drum. Oh, was bist du denn? Diese Stimme. Wer ist das? Ich dachte, das wird dann mein Freund. Das hat er mir so beigebracht. Naja. Aber es sah putzig aus. Vielleicht war das ein kleiner Ikran. Keine Ahnung. Ich nehme mal lieber den Pfeil und Bogen. Den Bogen. Ist jetzt eigentlich das erste Mal, dass man ein bisschen was so über die Herkunft von denen erfährt. Ja, toll, jetzt hat er die kaputt gemacht. Super. Aber warum ist der hier? Nicht nur einer. Aber juckt mich auch nicht. Die Stimme kommt aus diesem Büro. Muss da rein. Welches Büro? Ach, das da. Schwierige Sachen, schwierigere Sachen als das. Gucken wir einmal.
Muss ich hier drinnen haben? Hä? Nee, das ist da hinten. Aber ich denke mal, da wird nochmal so ein kleines, nettes Aufeinandertreffen stattfinden. Das wird nicht das einzige Mal gewesen sein. Anders, wo komme ich denn? Nee, warte mal, jetzt muss ich doch gucken. Wo komme ich hier hin? RDA. Hab wohl einen Alarm ausgelöst. Oh, komisch. Nee. Da möchte ich nicht mehr durch. Na dann, erzähl mir ein bisschen was. Komische Stimme. Aus dem Ultra-Off. Ach Scheiße. Doch. Okay. Würde ich ja mal fast von ausgehen. Mit den Kamettiere sind sie nicht sehr weit gekommen, weil die da nicht so offen für waren, aber die Sarento anscheinend schon. Geht er da lang? Eine absolute Frechheit. Nicht. Ich habe Bock zu schießen. Granate!
schief ist! War hier nicht noch irgendwo einer? Ach, da ist er. Schnauze. War gerade noch hier. Gut, geht auch. Haben wir gerade einen Hubschrauber? Hier. Hier. So, ciao. Ich habe meine Pfeile wieder, die sind wichtig. Liedkreis laut Eimer, wie das wird, macht einen großen Berg voller irgendwas. Was? Hier. Okay. Das Schlimme ist, ich muss da ja auch theoretisch überall hinlaufen. Weil das komplett ein Gebiet ist, wo der Ikran nicht fliegen kann. RDA, sie wurden alarmiert, als der Strom wieder da war. Aber alle tot. Ich hab's noch rausgeschafft. Kein Problem. Es war furchtbar, nur. Es tut mir leid, dass du da alleine durch musstest. Aber wir mussten es wissen. Alma hat ein Audiolog hinterlassen. Sie hat auch etwas namens Sarentu-Versammlungsort erwähnt. Die Sarentu-Versammlung. Ich erinnere mich. Na klar. Eine undeutliche Erinnerung, die sie mich vergessen ließen. Das muss der Ort sein, an dem sie uns entführt haben. Ich gehe dorthin. Du kannst nach Hause. Vielleicht. Sehen wir erstmal, was ich finde. Wir sind so nah dran. Von den Story-Missionen sind jetzt aber auch ein bisschen länger, ne? Ich meine, ich finde es nicht schlecht. Ich finde es auch nicht schlimm. Da merkt man halt auch, dass das wichtig ist, was man macht. Da oben. Wie komme ich denn da hoch? Also ist jetzt mal nur so eine... Ach, scheiße. Wahrscheinlich da über die Wurzeln. Muss ich da jetzt hoch? Oh. Wahrscheinlich. Nee, gut, dann gehen wir nochmal ein Schrittchen zurück, wa? Ich muss, also, auch bescheuert finde, ich muss jetzt hier, damit es getriggert wird, ich muss doch sowieso gleich nach oben. Safe. Nor, ich bin angekommen und... Und was? Was ist los? Alles kaputt. Trauriger, öder Ort. Kam unser Clan wirklich hierher? Alles ist voller Yahweh und nichts wächst. Das würde ich gern sehen. Gibt es Überreste? Warum war Alma dort? Haben die Kamettiere sie belogen? Es ist so lange her. Vielleicht gibt es dort nichts zu finden. Noch eine Sackgasse. Ich sehe mich um. Oh, Nor. Da sind Felsmalereien und Kinderspielzeug. Fühlt sich so seltsam vertraut an. Das muss der Sarentu-Versammlungsort sein. Ich erinnere mich. Felsen geschmückt mit unseren Geschichten. Die Figuren tanzten im Feuerschein. Wir spielten im Familienkreis. Diese Dinge zu berühren... Als würde man die Vergangenheit greifen. Ich wäre so gern dort. Ja, ich nicht. Das sieht ganz schön scheiße hier aus. Ich kann mal so sagen, wie es ist. Ich weiß
jetzt hier einfach weitergehen? Was ist denn das Nächste? Da müssen ja noch mehr Sachen zu finden sein. Ausrüstungskorb. Warte mal, hier kurz. Südosten. Okay, hier ist das Lagerfeuer. Südosten ist da. Ich habe etwas Wundervolles gefunden. Was denn? Geschenke der Kamedeen. Was Wundervolles, habe ich noch gesagt. Artefakte. Die anderen Clans haben uns immer Abschiedsgeschenke gemacht. Als Kinder waren wir sehr neugierig darauf. Ich wünschte, ich wüsste das noch. Aber der beste Fund sind Anufis-Ampullen. Unangetastet in Körben. Sie haben also nicht mal die Medizin benutzt, die sie uns geschenkt hat? Ne, anscheinend nicht. Ich hab keinen Bock gehabt. Viele Kugeln. Ordie und Sarentu haben hier gekämpft, Nor. Das ist der Ort, den Orma meinte. Die Sarentu waren hier. Die perfekte Falle. Ja. Jetzt gibt es nur noch Überreste unseres Clans. Ich suche weiter. Nach was? Ja, erinnere dich doch einfach mal, Mensch. Guck mal, einfach auch mal erinnern. Kann wohl nicht so schwer sein, Mensch. Mann. Meine Decke? Sie riecht. Ist da ein Name eingestiegen? Nach ihr. Sa-nu. Da wurde mal was übersetzt. Das ist das erste Mal, ne? Nor, ich erinnere mich wieder. Was meinst du denn? Ich lag in den Armen meiner Mutter. Die Decke riecht noch nach ihr. Sie hat mich darin eingewickelt. Damals, wir haben bei unseren Eltern gespielt. Das letzte Mal, dass wir zusammen waren. Ich habe es in meinen Träumen gesehen. Ich war nie glücklicher. Ja. Glücklich. Ahari war da. Mutter hat gelächelt. Doch dann hatte sie Angst. Schützte mich. Es wurde dunkel. Wir müssen wissen, was dann geschah. Ja. Und Alma? Was ist ihre Rolle bei allem? Sie hat sich zu verantworten. Aber erst sollte ich Anufi sagen, dass sie die Sarentu nicht vergiftet hat. Es war die Ordie. Und jemand von den Kamedire. Endlich werden die Kamedire von diesem Verrat befreit sein. Dann gilt dasselbe für Alma. Ja, aber wer war es denn dann? Wer hat uns hier verraten? Das ist jetzt die wichtige Frage. Es ist die einzige Erklärung.
Wieso Hallo. Sollten Sie sonst... Du bist zurück? Ich dachte schon, der Javert hätte dich erwischt. Es hat funktioniert. Interessant. Ja, hat es. Aber was ist hier los? Alles ist schlimm. Sie befindet sich im Kreis der Ahnen. Dort sucht sie. Und jeder fragt, warum. Und Mokasa. Langsam. Wer befindet sich im Kreis der Ahnen? Anufi, Sarentu zu sehen, dich. Lebend hat etwas in ihr erweckt. Sie ist in Ewa. Durchsucht ihre Erinnerungen, warum du lebst, seit Tagen. Es gibt Neuigkeiten. Vielleicht hatte Mokasa recht. Sie war zu zerbrechlich. Aber dann sah sie dich und ich dachte, es wäre das Richtige. Oh cool, es gibt Beweise. Ich habe die Tränke gefunden, verschlossen. Und Reste der Himmelsmenschen und Waffen. Sie haben die Sarentu getötet, nicht Anufi. Besorgniserregende Neuigkeiten. Na. Und so erleichternd für Anufi. Danke fürs Dasein. Ist das wirklich wahr? Ja, ich habe sie. Mokasa, er wird zurückkommen. Wir müssen Anufi rechtzeitig warnen. Schnell! Ja, dann wollen wir jetzt auch rein, oder was? Let me durch! Lasst sie! Alle! Seht ihr nicht, dass sie erschöpft ist? Anufi, kehr zurück! In die Sicherheit deiner Einsamkeit und Meditation! Anufi, hör mich an! Du hast die Sarentu nicht getötet! Du steckst voller Lügen! Himmelsmenschen taten es! Wäre es nur wahr! Aber ich sah das Gift in ihren kalten Händen, die Lippen! Schwarz. Nein, hier ist es. Ungeöffnet. Es lag bei den Kugeln der tödlichen Waffen. Da! Oh, 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 oh. Kind. Woher wusstest du, dass es harmlos ist? Unsere Leute waren schon immer Heiler. Daran habe ich stets geglaubt. Hm. Dann haben wir wohl einen Verräter. Du hast die Beweise gefunden, die mich verdammten, Mokasa. Zeig es. Anufi, glaubst du das denn wirklich? Ich bin dein Berater und du bittest mich. Das ist keine Bitte. Ja. Ich habe genug. Mokasa, du hast die Sarentu aufgegeben. Ihre oder unsere Kinder? Ich hatte keine Wahl. Ich trug die Last. Ohne Kontakt zu Ewa, um unsere Wahrheit zu verbergen. Und jetzt das? Du hast Zweifel unter uns gesät. Unseren Traditionen. Ich war dein Retter. Du hast sie getötet. Einen ganzen Clan. Unsere Freunde. Mokasa. Ewa und der Kreis der Ahnen. Verstoßen dich. Falls du dich weigerst, werden wir es wissen. Nun verlasse den Clan voller Schande.
Verräterin. Wie konntest du? Der Glaube an unsere Traditionen ist nun wiederhergestellt. Sie werden in dir weiterleben, Okul. Heute sind wir voller Trauer. Aber dennoch werden wir deine Krieger heilen. Ich zeig euch, wo sie sind. Wir wissen es. Wir sehen uns dort. Und dann kann ich auch mit den paar Sachen weitermachen. Okay, got it. Aber das ist natürlich krass, ne? War halt einer von denen. Naja, war ja auch jetzt nicht anders zu erwarten. Die treten ihm wieder schon weich. Ich habe zwar nichts für die gemacht, aber für, wobei doch, habe ich schon. Also, muss man mal sagen, schon, ja, strong für die. Etwas zur Freude erschaffen, nicht zur Zerstörung. Es heißt, hallo? Bitte, hier drüben. Ach, es gibt neue Nebenquests. Oh, leck mir doch. Oh, glaube ich zumindest. Ich rede erstmal mit der. Oh Mann. Die Himmelsmenschen suchen die Monster, die sie erschaffen haben, um sie zu töten. Achso, das ist. Okay. Ein Segen für diese Wesen. Ob die Himmelsmenschen es wissen oder nicht. Doch ich habe gehört, dass jemand nicht diese Wesen, sondern die Himmelsmenschen selbst jagt. Ich frage mich nur, aus welchem Grund? Zuletzt hat diese Person ein paar Himmelsmenschen bei der Heilhütte besiegt. Bleib lieber wachsam dort. Mhm. Du bist so cool. Das neue Präparat hat bessere Funktion. Du hast uns von seinen Lügen befreit. Yes, yes. Nun muss ich mich um unsere Zukunft kümmern. Sie nähren und pflegen. Mit Anufi und vielleicht mit dir? Mehr werden zurückkehren, da die Wahrheit nun bekannt ist. Wir wachsen wieder zusammen. Möchtest du bei uns bleiben? Danke, aber ich muss zurück. Zu deinen Freunden. Auch sie wachsen zusammen. Aber dann, denk darüber nach. Du kannst hier leben. Anufi hilft deinen Freunden, wenn du bereit bist. Bist du Samir? Nee. Bist du Samir? Mal erstmal gucken, wer Samir ist. Wer bist du? Hey, ich habe eine Idee. Du bist Samir. Ja, was geht? Ich fühle bereits neue Hoffnung bei den Kametire. Jetzt, wo Anufi zurück ist. Selbst ich habe hier eine Veränderung bemerkt. Eine neue Zeit des Sammelns und Teilens beginnt. Ja. Unsere Körbe füllen sich wieder. Ja. Als Freundin der Kametire kannst du auch Gaben bringen. Mhm. Teile ein wenig von dem, was du besitzt, und empfange Güte und Gunst im gesamten verhangenen Wald. Ja, cool. Hast du noch was? Das ist ein Neuanfang für die Kametire. Jetzt, da Anufis Wahrheit bei Ewa ist, wissen die meisten unserer Leute, dass wir das Verschwinden der Sarentu nicht verschuldet haben und uns mit den Clans gegen die RDA verbünden wollen, aber... Was ist, Samir? Viele von uns sind in alle Winde verstreut, aber es sieht so aus, als kehrten nun einige heim. Aber viele fehlen noch und müssen überzeugt werden. Wenn ich irgendwie helfen kann... Ich muss hier bleiben, aber auf deinen Reisen könntest du ihnen den Weg nach Hause zeigen. Sieh dich in den Höhlen, in den Lagern oder im Wald um. Dieser Ort muss einfach wieder erweckt werden. Hast du einen Moment? Mhm. Manuel ist verschwunden. Er ist gelegentlich Sänger, aber immer ein Narr. Niemand hat ihn gesehen. Wo war er denn zuletzt? Hier. Er besucht viele von uns, die den Kametire ebenfalls den Rücken gekehrt haben. Er tauscht gern seine miefenden Samen gegen meine Geschichten. Letztes Mal habe ich ihm eine erbaulichere Geschichte erzählt. Danach war sein Blick irgendwie anders. Als ob er an diesem Abend, als Manuel gekommen war,
aber als ein anderer ging. War wohl eine sehr belebende Geschichte. Selbst die beste Geschichte sollte nur inspirieren und nicht anleiten, wie ich bei Manuel befürchte. Ich habe meinen Ikran überlebt und kann nicht nach ihm suchen. Er könnte überall sein. Wenn er die Geschichte beim Wort genommen hat, sollte ich sie auch hören. Wenn du bereit bist. Also und neue Geschichten. Takari, bin bereit. Vor langer Zeit beschritt ein alter Krieger einen sagenhaften, nebligen Pfad, an dessen Ende der Tod wartete. Am Ende seines Lebensfadens fürchtete der alte Mann den Tod jedoch nicht. Der Tod ließ sich Zeit, und der Krieger dachte über seinen Weg nach. Auf der höchsten der merkwürdigen Steinwolken stand ein in traumhafte Rottöne gehüllter Baum. Es war der schönste Baum, den der Krieger je erblickt hatte. Dann traf er einen heulenden Riesen, freundete sich mit ihm an und stieg auf seinen Kopf, um seinen leisen Sorgen zu lauschen. Schließlich schlich er an einem Giganten aus einer anderen Welt vorbei und verbarg sich hinter Wurzeln. Er kicherte, weil er so zitterte. Und hier stellte er sich schließlich dem Tod in Gestalt eines geflügelten Geschöpfs mit widernatürlichem Panzer. Als er das Geschöpf niederstreckte, verstand er seinen neuen Pfad. Er wollte den Tod. Der Tod wollte, dass er lebt. Was bedeutet das alles? Manuel zog jede Geschichte der Geschichte vor, an die wir Kametire gebunden sind. Er wandert traurig mit Samen umher. Wie der Krieger fürchtet er den Tod nicht. Die Geschichte gibt einige Hinweise darauf, wonach er suchen könnte. Ein guter Anfang, denke ich. Ich werde auf dich warten. Mach das. Und auf ihn. Naja, klar. Zumindest diese Clan-Beiträge abzuschließen. Weil das geht ja, das hält sich ja tatsächlich gerade in Grenzen, was wir bekommen haben. Und das machen wir beim nächsten Mal dann, würde ich sagen. Ne? Gerüchte, das. Und wenn wir das machen, dann kommt das hier hin und so. Ja. Und dann brauchen wir natürlich das hier. Mehr Hüsch müssen wir sowieso fangen. Brauchen wir irgendwie das Horn für eine Sache. Also, ja, das finde ich halt krass, ne, den Bogen. Naja, wir werden mal gucken. Ich bedanke mich jetzt und wünsche einen wunderschönen Abend. Ich denke, wir sehen uns morgen wieder. Wenn es wieder heißt, was geht ab in Pandora? Und ja, bis dahin würde ich sagen, gehabt euch wohl. Küsschen aus, Nüsschen aus Küsschen, so rum. Und Tschaikowski. Bis morgen, denke ich.